Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und heute zocken wir mal in Monster Jam Steel Titans 2 rein. Und offensichtlich starten wir hier direkt mit dem Tutorial. Und das ist ja schon ganz interessant, wie man hier einfach alles sozusagen... Okay, auf dem Gipfel des Hügels halten wir an. Wie man hier alles sozusagen... Okay, das lief ja richtig gut. Also ich habe überhaupt keinen Plan von Monster Jam Steel Titans. Ich habe da auch nicht den ersten Teil... Oh Gott, ich bin immer noch viel zu schnell. Okay, doch, warte. So, hat funktioniert. Gut, machen wir mal weiter. Okay, rückwärts fahren. Ja, und wie? Und was muss ich jetzt? Einfach nur rückwärts fahren. Okay, es verwirrt mich gerade ein bisschen. Mir wird hier... Aha. Okay. Das ist ja schon interessant. Also das ist ein sehr interessantes Tutorial hier. Okay. Aber ich find's cool. Schauen wir uns das Ganze hier doch ganz gerne einfach mal genauer an. Und wow. Okay. Ich bin noch ready. Ich bin noch da. Okay. Komm, eine Kiste nach einer machen wir jetzt hier kaputt. Also ich habe mir das Spiel einfach mal so im Store gekauft, weil ich mir gedacht habe, das könnte echt mal interessant sein. Ich habe nämlich früher auf der PlayStation 1, war das glaube ich noch, bei der Freundin von meiner Mutter, habe ich so ein Biker-Spiel, so Motorbike, Motocross, irgendwie sowas gezockt. Und da bist du ja im Prinzip auch... Also von Hügel zu Hügel gehüpft und sowas. Das war auch schon, also das fand ich schon sehr... Okay, er setzt mich automatisch zurück. Alles klar. Das fand ich schon sehr, sehr cool damals. Und hier habe ich mir sowas Ähnliches erhofft, dass man im Prinzip auch von A nach B hüpfen kann und ja, viele Sachen natürlich kaputt machen kann, ne? Okay, so, was soll ich machen? Ein Stunt. Achso, dass ich mich quasi... Okay, ich check das jetzt nicht so ganz. Also ich soll R2 halten, plus den Trigger und dann plus... Ah, jetzt... Das will er oder was? Ah, okay. Ich wusste jetzt eben nicht genau, was will er jetzt von mir? Backflip. Wow. Okay. War doch nice. Okay, das ist schon sehr, sehr nice. Mache ein Power-Out. Okay, warte. Hat doch funktioniert, oder nicht? Ja, hat funktioniert. Ich bin manchmal bin ich selber skeptisch. Sollte ich das jetzt so machen? Hä? Was willst du jetzt von mir? Monster Jam Steel Titans 2. Offensichtlich haben wir das Tutorial geschafft. Also wie gesagt, ich kenne den ersten Teil so gar nicht und habe auch... Das Einzige, was ich so in diese Richtung gezockt habe, war... Wie hieß denn das nochmal? Oder war das das doch damals? Nee, wo du mit diesen Bikes umherfahren konntest, das habe ich doch auch irgendwo mal... Aber ist ja auch egal. Also das versuche ich irgendwie... Das haben wir auch ab und zu mal angezockt. Ich komme jetzt nicht ganz auf den Namen. Da gab es auch mehrere Varianten von und da bist du halt mit dem Bike gefahren oder konntest du, glaube ich, auch Trucks auswählen und so. Das war ja kein Problem. So, wenn jetzt hier im Hintergrund noch gequatscht werden sollte, ich kriege das gerade so leicht mit. Ich habe den Ton leise gestellt, also nicht wundern. Oh Gott, nein, ja, nein. Was war das? So, wechseln, bla bla bla. Okay. Fahrzeug wechseln, hin und zurück. Crushmore, Monster Jam, Fahrzeug wechseln. Dann zeig mir mal. Achso, die sind alle noch. Ich soll den hier nehmen oder was? Okay. Also so eine großen Fahrzeuge sind ja theoretisch nicht so meins, muss ich sagen. Also das, guckt euch das mal an, das ist mir viel zu klobig hier alles.
Aber so auf der Straße hier fahren, ich kann auch Colin McRae kann ich auch empfehlen. Das ist zwar eher so ein Rallye-Spiel, logischerweise, wie man schon hört. Aha. Für die PlayStation 1 war das damals. Habe ich auf dem Kanal auch angezockt. Aber das erinnert mich auch so ein bisschen so, weil das ja hier auch gerade so ein bisschen Rallye-mäßig abgeht. Achso, ich muss den Boost einsetzen. Habe ich jetzt nicht. Oh, wow, 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 wow. Okay, wir können auch komplett auseinanderfliegen. Gut zu wissen. Wir haben den Boost einmal eingesetzt. Wir sollen ihn direkt nochmal einsetzen. Achso. Gut, ich habe gedacht, wir fahren da hinten jetzt rein. Er setzt mich wieder zusammen und dann drehe ich einfach noch eine Runde und setze den Boost dann wieder ein. Okay, jetzt haben wir hier offensichtlich gleich nochmal die Chance. Oder auch nicht. Achso, muss ich da noch irgendwas... Achso, ich muss dafür den Boost, glaube ich, noch ein bisschen aufladen, oder was? Also mit Stunts kriege ich den Boost wieder aufgeladen, okay. Oder nicht? Hä? Ich check's jetzt gar nicht. Ist das Gelbe an der Seite nicht mein Boost? Jetzt... Wow. Nein. Okay. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt mit dem Boost. Das verwirrt mich. Sag mal, können wir uns mal hier darauf einigen, dass du wieder geradeaus weiterfährst? Der Truck ist nicht so meiner. So, jetzt hat er es gemacht. Ich habe mich eben schon die ganze Zeit gewundert, warum er den Boost nicht einsetzt. Ich habe die ganze Zeit L1 gedrückt, weißt du? Ist nichts bei rumgekommen. So, was wollt ihr jetzt? Pff, offensichtlich das hier nicht. Ich soll mir das Bild anschauen? Fahr weg, wenn du fertig bist. Was will er denn jetzt von mir? Also da im See sind Krebse oder was will mir das Ganze sagen? Ich check's nicht. Ich hab das... Hä? Was sollte das denn? Jetzt wird es ernst. Jetzt haben wir das Tutorial offensichtlich geschafft. Nee, das hat mich eben gerade... Also, hä? Was wollte er denn da von mir? Ich sollte mir das Bild angucken und dann wegfahren. Den tieferen Sinn habe ich jetzt nicht so ganz mitgekriegt. Ich kann ja jetzt hier mal nebenbei nochmal reingucken, welches Spiel ich meinte. Ob ich das auf die Schnelle finde. Da. Ach, Monster Storm, das war das. Monster Storm meinte ich. Das habe ich auf dem Kanal. Und das ist halt auch so Rallye-mäßig, ne? Eher weniger Monster Truck alles. Wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich so richtig in Monster Truck reingucke. Aber das würde ich jetzt so streckentechnisch in diese Richtung einordnen. Oh, da fahre ich schon. Jetzt weiß ich nicht. Also ich weiß nicht so ganz, was ich von diesem Spiel halten soll. So richtig kickt es mich jetzt nicht. Also ich fahre da jetzt mal zu dem... Okay. Zu dem Pfeil hin. Was bringt mir das? Okay, ein Sammelobjekt war das, gut. So, dann schauen wir uns hier einfach nochmal ein bisschen um. Und achso, da ist mein Pfeil. Ich wollte gerade sagen, wo ist denn eigentlich mein Pfeil? Bringt das was, zu diesem blauen Ding dahin zu fahren? Sind das Strecken? Oder soll das... Was soll das sein? Na, hier ist ein Tor. Bumm. Okay, das bringt irgendwie nicht wirklich Punkte. So heißt diese Location hier, oder was? Was willst du mir jetzt hier damit sagen? Also ich habe jetzt keinen Plan. Wir werden jetzt offensichtlich hier in die freie Karte gesetzt. Aber so richtig Anweisungen habe ich auch nicht. Ich sei denn, ich überlese jetzt hier gerade wieder irgendwas, aber irgendwie nicht wirklich. Da kann ich mich reparieren lassen, wenn ich das jetzt richtig durchschaut habe. Okay, hin und zurück. Ist es das Tutorial gewesen oder was soll das sein? Ich meine, wenn nicht, dann haben wir jetzt hier bloß das Tutorial angezockt. Ich habe jetzt nicht so wirklich einen Plan. Vielleicht hätte ich mir vorher ein bisschen was dazu durchlesen sollen, aber ich habe eigentlich gedacht, dass du direkt in verschiedene Rennen reingesetzt bist. Ne? Zum Anfang machst du ein Tutorial, ist ja klar. Aber dass du dann sozusagen ein Rennen nach dem anderen abarbeitest. Okay. Hin und zurück. Waypoint-Rennen. Das kann ja was werden.
Und ich dann mit diesem Truck. Ich hätte vorher den anderen Truck noch auswählen sollen. So, wo muss ich überhaupt lang? Ich sehe hier schon mal überhaupt nicht durch. Okay, da hinten Brücke. Wow, 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 wow. Die wollten mich eben gegen den Pfeiler von der Brücke schieben. Ey, wieso sind denn die anderen so... Yo, okay, ich sag ja. Die wollten mich eben... Na, das war also kein Versehen. Das ist voller Absicht gewesen. Okay. Wow, ey, sehr nett von euch. Dankeschön, Homies. Ich merke schon, das ist total mein Spiel hier. So, jetzt versuchen wir natürlich hier nochmal so ein bisschen heranzukommen. Ich muss definitiv diese Spiele öfter spielen, damit ich die Strecken kennenlerne. Das gestaltet sich sonst ein wenig schwierig. Muss ich hier eigentlich irgendwelche Checkpoints mitnehmen? Was bringt mir das? Aha. Okay, ich bin total... ich bin mega verwirrt. Ne, wow, ey, diese Karre. Diese Karre, ey, ich sehe hier so gar nicht durch. Ja, jetzt bin ich zurück zum Anfang gesprungen, oder was sollte das? So. Ne, ich merke schon, das ist, ich merke schon, hier gehen wir wieder raus. Event beenden. Das ist so gar nicht meins. Also das war ein kleines angezockt, aber ich mache das, oder nehme die Sachen ja auch meistens so on the fly auf, ohne vorher groß reinzugucken. Außer natürlich bei den Spielen, die ich schon kenne, ne, da nehme ich sie auf, weil ich weiß, dass sie cool sind und so. Aber das hier ist eher so ein Versuch, sag ich mal. Da kommen auch noch mehrere Spiele, die dann so ähnlich laufen werden wie dieses hier. Das ist, glaube ich, nicht meins. So, der Anfang war ganz witzig und so. Aber hier, die sind ja gezielt auf mich gegangen, würde ich jetzt mal so behaupten. Achso, das Ding ist, zeigt uns an, dass wir es schon eingesammelt haben. Einer von fünf. Was sollte das eigentlich mit dem Schild? Hat uns das Schild darauf hingewiesen, wo dieses Sammelobjekt ist, oder was sollte das? Oh Gott. Okay. Ey, dieses Spiel ist mir zu crazy. Dieses Spiel ist mir echt zu crazy. Oh nein. Nein, 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 nein. Wir bleiben jetzt hier mal schön stehen, beruhigen uns alle mal wieder und dann gucken wir hier nochmal kurz. Kann ich mir auch so ein Ding hier auswählen, so ein Bagger? Aber tatsächlich nichts irgendwie, was man hier nochmal einsammeln oder gebrauchen könnte. Nee. Weiß ich nicht. Also die Dinger hier... Jo, okay, die Bäume kann man wegmachen. Die Häuser nicht. Die Häuser machen mich weg. Nee, also jetzt wüsste ich hier aber auch nicht mehr groß, was man hier noch irgendwie machen könnte. Im Prinzip eine leere Welt. Also so richtig raff ich's nicht, dass du denn ins Min... Warte mal, ein Fragezeichen. Wieso befinden wir uns gerade auf dem Fragezeichen? Muss ich die Dinger hier selber aufdecken oder was soll das werden? Ich habe absolut keine Ahnung. Das checke ich so gar nicht. Wir fahren mal hier längs. Da hinten noch irgendwas ist. Hier können wir die Schilder offensichtlich plattfahren. Das machen wir doch gerne mal. Vielleicht haben wir davon irgendwas. Aber im Augenblick würde ich fast sagen, ja, keine Ahnung, bringt auch irgendwie nichts. Gucken wir uns nochmal ein bisschen weiter hier um. Ein Tor haben wir hier. Also hier vor dem Tor gibt es offensichtlich doch noch irgendwie Schwierigkeitsgrad. Vor allen Dingen Mittel. Als ob ich irgendeine Chance hätte, auf Mittel das Ding hier zu gewinnen. Ich will lieber den hier. Den finde ich, glaube ich, ein bisschen cooler. So, und dann werden wir uns das hier nochmal kurz angucken und danach ist dann Feierabend und dann hoffe ich, dass ihr mir ein wenig verzeihen könnt, dass ich in diesem Spiel mich hier nicht auskenne, aber wie gesagt, man muss ja an alles Mögliche mal reingezockt haben, um sich ein Bild zu machen. Aber das hier ist... Ja, ich würde es nicht... Also schlecht ist es auf keinen Fall so. Wenn schon, denn schon bin ich schlecht in diesem Spiel.
Aber, ach so, die Nummer ist das. Das ist hier wie bei Olympia Fahrradrennen. Wenn die sich gegenseitig schnappen müssen oder überholen müssen. Und so und so lange voreinander bleiben müssen oder so ein Scheiß. Training? Wieso Training? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich ihn vielleicht überholen muss oder so. Aber er war dichter an mir dran, oder? Oder war ich dichter an ihm dran? Ach so, denn... Okay. Gut, dann machen wir das jetzt noch. Los, komm. Das war ein Tutorial-mäßig sozusagen. Wieso fährt meine Karre auf einmal so komisch? Eben ist sie besser gefahren. So, bleiben wir mal schön. Okay, vielleicht fahre ich auch zu weit innen. Kann man da disqualifiziert werden für, wenn ich zu weit innen fahre? Ey, ich drücke hier auf Gas und fahre und fahre und fahre und komme kein Stück näher. So, warte mal. Konnte ich hier... Ne, hier gibt es das eher weniger, ne? Mit dem Nitro. Rennen endet. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Habe ich mich durchgesetzt? Auf dem rechten Weg, okay. Willst du mich rollen? Was? Wieso war der andere besser als ich? Kann ich das Event wiederholen? Ergebnisse, Event erneut spielen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wieso war denn der andere besser als ich? War ich nicht besser? Eine Runde geht noch. Das muss ich mir hier nochmal geben. Ah, perfekt, der Start, so sieht er doch aus. So, jetzt versuche ich hier einfach mal. Ne, er ist schneller als ich. Bin, glaube ich, auch zu weit außen oder so. Ich will nicht zu doll in die Kurve reingehen, weil ich denn... Wieso ist er so viel schneller als ich? Guck mal, wie er schneller ist als ich. Ich check das nicht. Muss ich vielleicht noch enger fahren? Okay, ja gut, hinten raus, jetzt war es ganz schön der Quatsch. Aber, hä? Also er war dieses Mal definitiv besser als ich. Das habe ich hier vorhin ein bisschen anders gesehen, aber dieses... Jetzt war ich besser. Ich sehe nicht durch, aber los. Come on, gib's mir. Verwirr mich total. Oh Mann. Weiter geht's. Warte, perfekten Start hinlegen. Perfekter Start. So, komm, wir werden versuchen, wieder schön weit innen das Ganze mitzunehmen. Also da merkt man's... Ah, verdammt, so viel zum Thema weit innen. Wenn wir zu stark in die Kurve gehen, finde ich, sind wir immer zu schnell. Also dann haben wir so eine Phase, wo wir so ein bisschen driften und da verlieren wir an Geschwindigkeit. Jedenfalls wirkt es so auf mich. Wow, okay, das war ein bisschen hoppelig gerade. Rennen endet. War das gut oder war das nicht so gut? Das zeigt mir doch immer, dass ich gut war, oder? Ich werde doch hier schon gespoilert. Blue Thunder, du bist der Nächste. Ich mach dich doch platt jetzt hier. Nee, mal gucken. So, warte mal, ich vergesse das immer. Das ist hier wie bei Mario Kart. Los, komm. Ah, perfekt. Wow, perfekter Start und danach ist er doch abgesoffen, oder was war das? Das war, also das wirkte nicht unbedingt wie ein perfekter Start. Jedenfalls, wegen Mario Kart, ne, da kommt auch bald was. Also, ich bin gerade, wie gesagt, dabei, die ganzen PlayStation 4 Spiele so ein bisschen abzuarbeiten, anzuzocken. Um mich dabei halt auch hier und da mal zum Löffel zu machen, weil ich eben nicht weiß, wie die ganzen Spiele so funktionieren. Man kann ja nicht alles gespielt haben, ne? Trotzdem würde ich euch das alles gerne so ein bisschen zeigen. Und auch einfach mal in Spiele... Oh, okay, jetzt habe ich geträumt. In Spiele reingucken, die ich vorher... also, wo ich normalerweise nicht reinzocken würde. Also das hier hätte ich normalerweise, glaube ich, eher nicht gezockt. So, haben wir das Ding jetzt hier gewonnen, oder was? Ey, wir haben das Ding einfach gerissen. Wir haben es gewonnen. Hier vorher sind wir sogar 30-53 gefahren. Das war, ich hätte jetzt fast gesagt, das ist meine schlechteste Runde, aber die erste Runde war ja genauso. Also wir haben das Ding hier offensichtlich gewonnen. Können wir hier bestätigen und noch eine Trophäe holen oder sowas?
Ich gucke jetzt bloß mal kurz spaßeshalber rein und dann. Das spielen wir jetzt nicht mehr. Ich will bloß mal spaßeshalber noch kurz reingucken. Wie das jetzt aussieht, ob es das gleiche ist. Ah, okay. Das wäre was anderes. Also tatsächlich verstehe ich jetzt nicht so ganz, warum wir diese Open World haben. Also ich muss sagen, ich mag ja Spiele, in denen du so eine Open World hast. Das hat mich damals bei Need for Speed Underground 2, obwohl es ein cooles Spiel ist, auch schon abgeschreckt. Also zuerst wollte ich es gar nicht zocken, dann habe ich mal mit dem Kumpel nachher angefangen und dann war es doch ganz cool. Aber ich mochte es so wie bei Need for Speed Underground 1, wo du dann sozusagen von Event zu Event geschickt wurdest oder dir dann vielleicht noch aussuchen konntest, welches du als erstes von den Dingern machst. Während du hier ja eigentlich auch von Event zu Event geschickt wirst, aber dort erstmal hinfahren musst und so eine Aktion. Naja, ist ja auch egal. Ich bin fürs Erste wieder raus, hoffe, ihr seid dann beim nächsten Game auch wieder mit dabei und bis dahin sag ich einfach mal ciao.